So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an ein sehr schnelles Spiel eigentlich. UW Affinity, also die Akku-Version, gegen Burn. Ja, Burn hier, Mono-Red, auf der Schnauze. Affinity, Blau-Weiß. Blau-Weiß, auf der Schnauze. Genau. Richtig, richtig cool. Ich mag die Hüllen vom Affinity-Spieler. Ja, die sind custom-made. Das sind diese custom-made von Dragon Shield. Geil. Finde ich sehr, sehr cool. Passt halt zum Deck. Persönlich mag die Matte von dem Burn-Spieler mit MKM Series Top 8. Ja. Aber ja, sehr, sehr, sehr. Das war aber eine Leihgabe vom Vater. Nee, das ist ein Geschenk gewesen. Ach, von stimmt. Anderen Personen, die Top 8 gemacht haben. Ja, ich erinnere mich. Genau. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze trotzdem mal weiter an. Was glaubst du, wer ist hier vorne? Ich würde tatsächlich sagen Burn. Ja, also gehe ich tatsächlich mit, alleine wegen Price of Progress. Ja, stimmt, aber was? Und Eidolon haben wir gerade schon Eidolon, genau. Gesehen. Eidolon ist ziemlich gut. Der frühe Druck ist gut und du kannst sehr gut removen. Ja. Und ja. Genau, also gerade wenn du hier wirklich jetzt eine Kreatur drückst und dann jetzt sozusagen Delver spielst, indem du alles vom Gegner umboxst, was er spielt. Das ist schon gut. Hat UW Affinity hat Lifesteal drin. Die haben Shadow Spear drin, genau. Ja. Ja, okay, aus dem Sideboard fliegt nachher halt alles, was. Oh, ist das Sage. Alles, was Dings hat rein, ne? Alles, was Destroyed Target Artifact hat. Ja, Artifact, Enchantment, genau, ist in der Richtung. Jetzt kommt direkt schon das Eidolon. Eidolon, das tut weh. Das tut verdammt weh. Vor allen Dingen beim Affinity ist, glaube ich, nichts drin, was das nicht triggert. Doch, ein paar Sachen. Und zwar der Monitor. Stimmt, der ist toll. Der ist nur immer so billig. Der kostet nur ein blaues Mana, weil der halt Affinity hat. Aber dadurch macht der halt trotzdem Schaden. Keinen Schaden, so. Mhm. Und dementsprechend... Ja, ist das eine Sketched Art? Oh ja. Das Sketched ist Art. Sketched Art, du hast das Sager. Und das ist eine Engine Tomb. Ja, in einem komischen Artwork. Ja, ich glaube, das ganze Deck ist so. Ja, der ganze Deck war irgendwie komisch. Ich erinnere mich Artworks. Nee, nicht komische Artworks, wunderschöne Artworks, wenn man drauf steht. Ja, wenn man drauf steht, das stimmt. Man muss es halt mögen. ist das ein Firecraft? Oh ja, der Firecraft. Da genau, da wird suspended. Da wird suspended. Auch wunderschön hier mit schönen Würfel aufs Deck, wie sich das gehört. Ja, damit man es auch nicht vergisst. Noch ein Lightning Bolt und ein... Boah, ja, das kann wehtun. Jetzt sind dann vier in der Fress. Ich glaube, da hat man den Trigger vergessen. 3-3. Es ist ja, der ist ja nur suspended. Ach, stimmt! Der ist ja nur suspended. Ja, da ist man suspended. Oh, diese Token, ey. Hier hat man aber noch zwei Schaden von der Engine Loop genommen. Ja. Das heißt, man würde hier auf 13 gehen, jawohl. Ja, wird hier auch noch geändert. Sehr, sehr, sehr schön. Und lässt hier den Trigger aufs Deck. Ich sehe noch eine Ursachsage auf der Hand. Oh, so viel Ursachsage. Ja, die Token können natürlich viel machen. Ne? Ja, genau. Da geht man jetzt hier, sagt, nimm noch mal zwei Schaden, aber holt sich noch einen Dude. Holt sich noch einen Dude und dann wahrscheinlich den Shadow Spear. Ja, genau. Dann der kostet zum Equippen? Zwei. Leider zwei Mana. Ein Mana zu spielen, zwei Mana zum Equippen. Und gibt halt Lifelink und Trampel. Was relevant ist. Ja, und der kann was nochmal wegnehmen? Hexproof und Indestructible. Das ist so weird. Auch das ist relevant. Das ist so weird, dass der so einen Effekt hat. Das ist einfach so, hä? Ja. Ich feiere die Tokens total. Boy. Die sind so schrottig, dass sie geil sind. Ich liebe sie. Genau. Ansonsten, Burn hat jetzt halt End of Turn 3 ins Gesicht, dann nochmal 4 ins Gesicht, dann nochmal 3 ins Gesicht, 10 Schaden, 11 Schaden, 12 Schaden, 13 Schaden, 14 Schaden. 15 Schaden nächste Runde. Also jo. Das könnte sehr, sehr schnell over sein. Man kann die beiden Kreaturen blocken und kriegt trotzdem 10 Schaden ins Gesicht. Ja, das ist halt solide. Das ist wirklich ätzend. Die wird ins Spiel gebracht. Da gibt's genau, die wird ins Spiel gebracht. Da wird auch gerade nochmal gecheckt. Wird die ins Spiel gebracht, dann wird nochmal geguckt. Genau. Dann sind sie 3-3. Da wird kein Land enttappt. Nee, kein Land enttappt. Karte wurde gezogen. Oh, jetzt ein Soulland wäre halt Premium. Oh ja. Weil mit 11 Leben würde ich mich schon ziemlich unbehaglich fühlen. Gegen Burn auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann es hier halt mal ganz schnell passieren, wenn der Burn-Spieler jetzt hier zum Beispiel vergisst. Jetzt einfach ein Artefaktland kommt, ist rum. Das ist halt der Moment, wenn jetzt ein Artefaktland gekommen wäre, wären die auf 4-4 gewesen, dann hätte man die nicht mehr bolten können. Explicit Firecraft war auf der Hand, oder? Autsch. Ja, da muss man in der Theorie drauf reagieren.
Man könnte jetzt drauf. Nee, wofür? Man hat ja trotzdem drei Artefakte. Also man kann jetzt drauf reagieren und einen abschießen. Ja, man kann jetzt drauf reagieren und einen abschießen. Ja, ja. Aber ja, jetzt sind die auf 4, dann bitte equipped, dann für 5. Das kann auch richtig fies werden. Aber jetzt sind wir nur auf 14. Ha, interessant. Genau. Ja, die können. Genau, hier wird nochmal gesagt, Ursasara kommt mit einer Marke ins Spiel und kann deshalb automatisch einen Mana geben. Das ist. Kommt die ins Spiel? Nee, ist ein Trigger, oder? Ist ein potent. Kommt ins Spiel und dann kommt. Marke drauf. Marke drauf. Genau, genau, genau. Für 2 wird equipped. Jetzt muss man. Na, ist eigentlich der Falsche. Ja, also, man kann dann auch einfach davon ausgehen, dass man den Equip, der solange man nicht mit beiden angreift, ist das in Ordnung. Ja, genau. Da beide die gleichen Stats haben. Genau, dann sind es 5 Schaden und 5 Leben. Das ist jetzt 15 zu 14. Jetzt ist halt die Frage, kriegt man nächste Runde genug Damage durch? Ja, also man kann jetzt Bolt End of Turn spielen, macht 3 Schaden, dann hat man den Suspend 3 Schaden, Firecraft wären nochmal 4 Schaden, wären schon mal 10 Schaden, 12 Schaden, man hätte gewonnen. Man hätte End of Turn einen Bolt werfen müssen oder man zieht ein Land. Ja. Dann kriegt... Ja, Burn würde hier noch 2 Schaden kriegen. Genau, Burn würde hier noch 2 Schaden kriegen mit dem Cast. Genau. Da merkt man halt, dass die Leute immer noch ein bisschen oder. Ja, absolut. Also, das ist ja wirklich dieser Punkt, dass wir ganz, ganz viele Spieler haben, die out of training sind. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, meiner Meinung nach. Ich finde das voll okay, dass man da so ein bisschen raus ist. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Leute, haben ganz, ganz lange nicht gespielt, hatte nicht jeder den Luxus wie wir, dass wir einfach spielen konnten. Ja, das stimmt. Oder halt die ganze Zeit YouTube geguckt haben. Oh ja. Yes. Oh, oder auf X-Match irgendwelche wildfremden Leute vermöbeln. Ja. Ich kenne die wildfremden Leute leider. Dich auch, sie lieben das Game, wenn du joinst. Ja, das war Tatsache. Genau, ansonsten, ich meine, man kann jetzt hier den Bolt werfen, man könnte auch das Firecraft auf die Kreatur werfen und würde trotzdem 5-9, dann wären es nur 9 Schaden. Ja, jetzt muss man halt angreifen, da wird wahrscheinlich safe geblockt, dann kann man den Swift Spear, kriegt man den Swift Spear auf 4 vorne? Nein. Ich glaube, man muss beides ins Gesicht werfen, dann kriegt man nur 7 Schaden hin. Ja, ich Firecraft ist instant? Nee, Sorcery leider. Arr. Genau. Also ich glaube, hier wird auch gerade nochmal durchgerechnet. Bolts sind 3, Firecraft sind 4, ne? Ja. Sind 7, 8, 9 sind es aktuell. Boah, das ist knapp. Das ist richtig knapp. Genau, Firecraft. Man könnte hier den Dude firecraften, einfach nur damit man weniger ja, zurückkommt. Hat's Gesicht genommen, da kommt noch der Trigger. Genau, geht man auf 11. Dann geht man halt hauen. Das sind 7. Das sind nur 6. Die Snee. Das sind 7. 7, wenn er den nicht, also wenn er den Swift Sphere blockt, dann sind es nur 5. Wenn er jetzt aber das Eidolon blockt, sind es 7 ins Gesicht. Und er blockt jetzt erst wieder. Okay. Ja. Jetzt natürlich die Frage. Bolt. Den Bolt kannst du dir eigentlich schenken. Jo. Nee, dann geht der, geht der Token, dann geht der vorne genau. Auf 4. Geht auf 4, 5 vor allem, das heißt, der Swift Sphere bleibt am Leben und man kriegt ja. Hier noch 2 Schaden. Dann kriegst du da noch Schaden. Geht auf 2. Und der Burn-Spieler geht aber auch auf 9. Genau. Und er tappt seinen Länder nicht. Ja, das war jetzt, glaube ich, gerade im Kuddelmuddel. Ja. Ja, das passt so. Ja, also hat das Länder getappt werden müssten. Und man auf 9 Leben ist vom Burn-Spieler. Ja, das ist jetzt natürlich interessant, weil man kann jetzt natürlich kein Artefakt mehr wirklich spielen. Man kann die Endstube nicht mehr benutzen. Nee, aber da hat man Sitz der Synode. Das heißt, man kann auf jeden Fall ein Artefakt raus. Stimmt, man kann wieder einen Robot bauen. Und sich 5 Leben pumpen. Ja. Mit dem Angriff. 6. Gibt ja noch +1 der Speer. Nee, dann hat er 5. Nee, wenn er Robot ist 4. Robot ist 4 und kriegt +1/+1 durch den ja, 5. Und den keine 6. Nee, aber wenn er jetzt noch einen Dude machen würde. Ach so, ja, stimmt. Wenn. 7. Zu 4 wahrscheinlich, oder zu 5. 9, das sind zu 5. 5. Und also zu 3. Weil man nur 9 Leben hatte und hat 5 Schaden genommen, ist man auf 4. Ja.
Ja, da müssten zwei weniger sein, ja. Im Endeffekt einfach. Und das triggert das Eidolon, ja. Zwei Damage. Dann kriegt er 5. Oh, jetzt ist man halt. Ja, also 5 finde ich auch sehr, sehr, sehr krass. Vor allen Dingen, wenn du jetzt zuckst und die Ancient Tomb tappst. Ja, dann ist Bolt Range, das kannst du eigentlich nicht bringen. Das ist halt jetzt 2. 2 Mana. Umequippen. Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist schlau. Vor allem, wenn man auch jetzt 2 Mana bezahlen muss, damit man keine Karte zieht. Damit der Gegner keine Karte zieht, so ist es richtig. Dementsprechend, ja. Jetzt ist halt die Frage, der Gimp-Top-Deck wäre halt jetzt ein Land, aber es ist, glaube ich, ein Bolt. Ist es ein Bolt? Der reicht nicht! Wegen Lifelink. Wegen Lifelink? Das ist noch ein Eidolon. Das bezappt man einfach alles. Und kriegt eigentlich auch wieder 2 Schaden, wäre damit auf ein Leben? Ja. 4? Ja, eigentlich wäre man auf einem Leben. Nee, 2. Niemand aufforschen auf 2. 2, 2. Korrekt. Jetzt ist die Frage, da hat sich, glaube ich, erledigt das Spiel. Ja, ich denke auch, gerade wenn man jetzt halt wirklich hingehen kann, kann auch equippen und kann dann auch bieten und Leben wieder bekommen. Du hast halt jetzt... Dann geht die auf 3, die würde ich für einen Mana tappen, würde die einfach gehen lassen, mir ein Artefakt raussuchen. Jupp. Safe. Genau, wenn man nachguckt, was genau gesucht wird. Ja, wahrscheinlich wird gerade gefragt, ob das Ding nicht wirklich raussucht. Ja. Aber tut es nicht. Das ist halt, Ursas Saga ist interessanterweise eine der schwierigeren Karten des ganzen Sets. Aber wie viel davon mittlerweile hat einfach im Legacy Play sieht es total. Ja, das Set ist weit overplayed. Das geht mal echt noch für einen Dude. Ja, und geht auf 3 runter. Ja. Wow, gut, klar, man geht jetzt auf 5 hoch. 6 sogar. Kann dann. Theoretisch sogar 7, weil man sucht sich ja jetzt noch ein Artefakt. Genau, man sucht sich jetzt noch ein Artefakt. Oh, hat man einen zweiten Shadows? Nee, ist nur ein Shadow Spear drin. 2 Shadow Spear wäre natürlich mega, ist aber leider nicht. Ja, was kann man sich jetzt noch holen? Oh, den Rotzolit? Ah, bringt nicht so viel, sind ja keine Marken. Sind nirgendwo Marken drauf, ne? Aber ich glaube, kann es sein, dass das ein vernünftiges Target ist? Boah, hin und wieder mal hat man noch die Funray drin. Die Wespe? Wespe ist drin. Hin und wieder mal den Ein-Mana-Dude, der aus Spaß ist, der Ein-Mana als Einser, der Marken runternimmt. Aber Ozolith ist auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt. Ja, das ist jetzt, glaube ich... Das sind auf jeden Fall dicke Viecher. Gerade wenn man die jetzt mit dem Shadow... dann gehen die auf 8-8. Und man jetzt überlegt, dass man eigentlich nur noch auf 2 Leben ist. Ja, da ist selbst mit den 4 Leben ist da ziemlich unangenehm. Ja, man würde jetzt halt mit einem Blocken auf 2 Leben gehen und dann wäre man tot. Eigentlich. Ja, wenn du jetzt mit einem blockst du mit einem, da kommt ja nichts. Mit dem Spear. Ach, der hat Trampel, ne? Ja, klar. Spear Grip auf Trampel. Und dann schwing. Siehst du legst du quer, siehst du mehr, ne? Ja. Ja, hältst du einfach alles rein. Den 1-1er vielleicht nicht. Da kannst du auch alles reinlegen. Ja, hier wird wahrscheinlich jetzt mit allem geblockt, dann weil er Trampel hat. Aber der hat aber jetzt keine 6, keine 8, sondern 9. Ja. Und Trampel wird nochmal gesagt. Ja, deswegen geht auch einfach alles vom Gegner. Genau, aber selbst dann, wie gesagt, normalerweise... Ja, da wird auch gerade, glaube ich, surrendered. Innerlich auf jeden Fall. Weil er ist halt 8-8-9-9, das heißt, man muss mit beiden reinhauen. Man muss alles reinhalten, der Gegner ist auf 12 Leben, da wird surrendered. Das ist over. Vor allen Dingen, die als Burn-Spieler kriegst du die Leben mit einer Top-Deck-Karte. Price of Progress? Ja, aber selbst da sind es ja nicht so viele Artefaktländer gewesen. 4 Stück sind 8 Schaden. Aber es könnte knapp werden können. Ja. Ja. Jetzt hat man noch kein wirkliches Blau gesehen. Ne? Das heißt, die ganzen Red Elemental Blast bleiben draußen. Auf jeden Fall Smash of Smithereens kommen, glaube ich, 4 Stück rein. Ja. Und noch ein paar anderes. Also da ist auch hier so Fylke Vortex bestimmt cool da drin. Jo.
Als Affinity-Spieler würde ich hier Swords to Plowshares bzw. Ding reinbringen. Disenchant? Ach, Disenchant, ja. Je nachdem, wie viel. Aber so ein oder zwei Disenchants und vier Swords to Plowshares. Das wäre so meine Herangehensweise. Ja, also die muss sagen, die zweite Wizard Saga hat dem echt einen Arsch gerettet. Ja, macht dicke Viecher. O-Price, O-Goblin Guide. Das, oh. Fast schon zu viel Land. Nee, das ist eine sehr, sehr gute Hand. Das ist erste Runde Guide, zweite Runde Bold Suspend, dritte Runde Price, lol. Mit Bold. Ja, das ist sehr, sehr gute Hand hier vom Burn-Spieler. Vom Affinity-Spieler habe ich jetzt gerade nicht so gut sehen können, leider. Ich habe gar nichts gesehen vom Affinity. Ah, jetzt wird erklärt, oberste Karte des Decks angucken und wenn es ein Land ist, darfst du dich auf die Hand nehmen. Ist auch nicht mehr so relevant. Das ist eine Piffing Needle. Hä? Ich überlege gerade. Man denkt wahrscheinlich, das Eidolon ist ein Trigger. Beziehungsweise eine Aktivierung. Das kann sein, glaube ich aber nicht. Vielleicht hat man es einfach vergessen, die rauszuborden, spielt sie Mainboard. Das kann natürlich sein, wenn man nichts hat zum Reinborden. Das kann natürlich sein. Wäre eine Möglichkeit. Oh, jetzt haben wir noch einen Lava-Spike gezogen. Boah. Lava-Spike ist natürlich hier auch mega. Der Damage davon ist halt wirklich, wirklich cool. Ich will halt jetzt am überlegen, ob ich den scheiß Soldaten da abräumen. Ja. Der Soldaten muss auf jeden Fall weg, weil ansonsten die einfach die Karten. Der wird auch gerade gechainlightninged. Ja. Dann der wird auch mehr bezahlt. Ja, mehr bezahlt, damit nicht gezogen wird. Sehr, sehr gut. Das ist ein Land. Auch wenn es eine Saga ist. Ja, ansonsten, Saga ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich finde Saga in dem Matchup gar nicht mal so geil. Die hat halt gerade eben das Spiel rumgerissen. Das kann halt auch mal passieren. Die tutort dir was, die bringt Dudes. Das Problem ist halt, die ist irgendwann weg. Und im Zweifelsfall geht die bei Price of Progress noch richtig auf die Nieren. Das ist halt auch nicht so schön. Was kommt jetzt? Auf zwei Mana? Das war ein Kanon. Das ist natürlich auch eine gute Karte gegen Burn. Aber... Upsi. Ja, die kann man mal reinnehmen, habe ich gehört. Ja, ist tatsächlich auch sehr, 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 sehr cool, dass man hier einfach dann hingehen kann und sagen kann, hey, du machst es einfach weniger. Auf der anderen Seite sehe ich dann Smash with Mirrors auf der Hand, wenn ich richtig geguckt habe. Oder war das ein Bolt? Da ist ein Bolt. Das ist ein Lava-Spike. Das ist ein Rift. Ist ein Rift. Das zweite von hinten war der Rift-Bolt, stimmt. Ja. Der wird hier suspended. Boah, den hätten wir auch so spielen können. Ja, man kann jetzt suspenden. Man kann Spike dich für 3. Ja, stimmt auch wieder. Weil suspend ist ja kein Spell. Ja. Suspend ist eine aktivierte Fähigkeit und kann damit halt durch den Erdosprung gespielt werden. Ja. Kann damit aber auch mit Piffing Needle angesagt werden, oder? Nee, also was das angeht, nicht. Weil es eine Alternative stimmt, ist. Ja. Dann angegriffen und geblockt, hat trotzdem noch das kein Land. Das ist ein Mox Opal. Die Double Master Version, richtig? Ja, ja, die Full Art vom Double Master. Ja. Genau, dann... Der macht auch Mana, ist aber kein Land. Ja, geht auf jeden Fall die Ursas auf 2. Mhm. Aktuell macht der weder Mana noch ist ein Land. Ja, das stimmt. Wow. So der schlechteste Top-Deck, den man haben kann. Auf der anderen Seite, da hat man auf jeden Fall, jetzt macht der Mana. 6, jetzt hat man 6 Schaden auf dem Board. Ja, das tut halt schon weh. 6, da kommen noch 3. 3 sind 9. Oh, der ist tot. 13. Ja. Der ist tot? Ja. Ohne, dass er das weiß. Oh, ist das schön. Ja. So, 3 ins Gesicht. Und hier sieht man natürlich auch, wie der Burn-Spieler schneller wird. Weil er genau... Lalalala. Ja, ja, du brauchst auch gar nicht groß rechnen, oder? Ja, außer man das überlegt noch, was der andere noch spielen könnte. Wenn man jetzt nicht weiß, was der Gegner spielt. Ja, dann knallt man jetzt halt den Price of Progress da. Genau. Price geht rein. Price macht 2 Schaden für jedes Non-Basic Land. Das ist eine schöne Karte. Ja, ja. Ist auch wirklich eine Karte, die meiner Meinung nach Burn überhaupt noch am Leben erhält. Ja. Ganz, ganz viel. Und dann
Dann würde ich noch ein Land spielen. Nee, brauchst du nicht. Dann Feuerblast, 4 ins Gesicht. Und so hingeworfen. So. ich glaube, es gibt nichts, was der Affinity-Spieler tun kann. Weil man hat keine Blue Elemental Blasts, die man auch nicht braucht. Nee, ja. Stimmt. Gut. Man spielt ja auch keine Counterspells. Also nicht irgendwelche. Es gibt Versionen, die haben 4 Force of Will zum Sideboard. Die haben da auch ein bisschen mehr Blau drin. Nee, gegen Burn würde ich Force of Will nicht rein. Also, nee. Ja, Game 2. Ja, war so, wie ich Game 1 erwartet hätte. Ich auch. Jetzt natürlich die Frage, boardet man noch mal was anderes? Ich würde halt, wie gesagt, die Pithy Needle ist nicht gut. Cage, den ja gerade am Wave und ist nicht gut. Die Fundry ist gar nicht mal so schlecht, wie man denkt. Die Retrofitter, die produziert halt Infinite Blocker, ne? Genau, und vor allem sind Blocker und Angreifer, die halt unter einem Eidolon herfliegen. Stimmt, die zwacken dir kein Leben. Und so ein 4-4er kriegen die relativ problematisch weg. Ja. Dafür muss der halt mal lang genug liegen. Ne? Das ist korrekt. Bei Burn passiert gar nichts. Nee, wird nicht gemordet. Jetzt alles oder nichts? Sehr, sehr interessant. Ensnaring Bridge? Ja, natürlich, wow. gegen die großen Via. Das macht schon Sinn. Also, das ist schon eine gute Tech. Ja. Frage ist wirklich, ob man das hält, weil die Hand war okay mit dem... Kann der Gegner nur noch mit einer Ballista gewinnen? Und Ballista sind 4 Stück drin. Ja, aber das braucht Zeit. Ja, natürlich braucht das Zeit. Oder eine Menge Setup. Und dementsprechend, ja, sehr, sehr cool. Frage ist natürlich, ob sie es wert ist, also in welche Position man sich begibt. Begibt man sich hier in die verteidigende Position oder in die aggressive Version? Ich bin mir nicht sicher, ob die Aggressivversion nicht besser wäre. Ich glaube, wenn du on the play bist, ja. Nee, on the draw bist, wir sind jetzt on the draw, ist die wirklich eine solide Technik, weil der kann dir halt passieren, dass der sich Turn 1 ein Setup aufbaut, Turn 2 anfängt, dir die Bude einzubringen. Ja, das stimmt. Das so, stimmt. Und du machst halt, wenn die Konstrukte groß genug sind, außer mit dem Hard Artifact Removal, machst du nichts. Ja. Ich dachte gerade schon, da kämen wir Chalice. Chalice sind in der UW-Ursa-Liste, die wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Stimmt. Drin. Das ist ganz cool. Schutz vor Multicolor ist hier irrelevant. Ich muss halt sagen, man hat ja gesehen, dass Burn Game 2 zwischen Game 2 und Game 3 nicht geboardet hat. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es hier dann wirklich besser wäre. Die On the Play würde ich sie niemals reinnehmen, glaube ich. Dafür ist die, man einfach die Bridges. Ja. Aber on the draw ist sie ziemlich gut. Gut, wenn man sie nicht zieht, umso besser. Jo. Jo, hier jetzt 2-2, Reach, Schutz vom Multicolor und hat, glaube ich, sogar Trampel. Ja, yep, die hat Trampel. Das ist natürlich erste Runde ein 2-Mana 2-2 dahin zu legen, ist key. Hält halt zum Beispiel jetzt den Swift Blade davon ab, reinzulaufen. Und oder trotzdem legen, von Go sagen. Go. Ja, der Swift Spear kann halt, wenn der angreift, einfach mit einem Spell dabei das Ding umbumsen. Ja, genau. Also das ist halt, viele Leute cutten auch hin und wieder mal so ein oder zwei von diesen, von den kleinen Viechern. Mhm. Das sind 4 Mana, Turn 2. Und Khan, the Great Creator, Herz schlägt gerade höher. Ach, der. Oh. Guter Mann. Guter Mann, Esper Sentinel. Ja, das ist auch so eine Karte, ne? Ich mag den nicht. Hätte die Welt nicht gebraucht, aber... Es gibt genug Leute, die den denken, die bräuchten ihn. Oh ja. Das hat auch für ein weißes... Ja, vor allem, weil es halt wirklich mit einem Card Draw ordentlich nach oben geht. Aber hat man jetzt Go gesagt? Weiß ich nicht. Also man hat auf jeden Fall angegriffen. Ja. Großartig auf den Esper Sentinel zu reagieren, weiß ich nicht, ob das was macht. Ich könnte, warte mal, 1, 2, 3, jetzt kann noch kein Fort Monitor kommen, oder? 4, 5, 6, doch. Kostet der 6 oder 7? 7, aber 2, 4 Mana sind günstiger. Ach so, ja, ich hab mich verrechnet. Ja. Der hätte kommen können, aber ne, wird einfach Go gesagt, was interessant ist. Also wenn man in der zweiten Runde 4 Mana hinlegt und nur einen Sentinel hinlegt, dann will man auf jeden Fall Card Draw haben. Dann würde ich auf jeden Fall an der Stelle von Burn hier auf jeden Fall Mana bezahlen, wenn ich könnte. Ja, Suspend, ne? Wird reinlaufen. Ja. Go? Genau.
Gut, hier nimmt man wahrscheinlich einen Schaden als Affinity-Spieler. Und ja, den Espacentinel würde ich hier nicht verlieren wollen. Nee, auf keinen Fall. Gegen Popling Swiftspear nicht. Nächste Runde. Ja, genau. Also jetzt kann es halt ein bisschen relevanter werden. Wenn man da jetzt halt wirklich hingehen kann, kann halt Sport vorrotzen. Das Problem ist halt, jetzt hat man das Problem, man spielt als Burn-Spieler, glaube ich, zu konservativ und hat gleich die Handvoll mit Ländern auch noch. Wenn du jetzt die Bridge halt, die Jensen Bridge halt droppst mit einer so hohen Handkartenanzahl, das ist nicht geil. Nee, und vor allem hast du dann einfach auch schon gezeigt, was du kannst und was du nicht kannst. Oh, jo, der macht gar keinen Spaß. Nee, das macht wirklich keinen Spaß. Vor allem für den Burn-Spieler, der dann einen Riftbolt im Suspend hat. Oh, entweder bleibt er jetzt im Suspend oder... Ja, genau, entweder lässt er ihn jetzt drin oder er castet ihn und castet danach nichts mehr. Oder er castet ihn auf den Endless-Form-Kanonist, was hier auch getan wird. Ja. Jetzt wird natürlich gefragt, zahlt man einen Mana? Ich würde hier das Mana auf jeden Fall. Wenn man sagt, kannst du ziehen. Okay. Krass. Gut, jetzt hat man zumindest ins Elderstone aus dem Weg. Richtig. Hier wird auch sehr konservativ mit dem Engine umgegangen. Ja, wahrscheinlich, weil man genau weiß, dass die Karte, die man da auf der Hand gesehen hat, noch existiert. Ja, genau. Price of Progress. Auf der anderen Seite, Game 1, wo man die Karte noch nicht bekannt war, hat man die einfach regardless getappt. Das war schon ziemlich cool. Ja, ich glaube, der Price hat gerade eben ziemlich impressive gezeigt, ja, was er machen kann. Nämlich einfach mal 6 in die Fresse. Gerade bei solchen Decks. Ja, du hast keine, da ist kein Basic drin, oder? Hin und wieder mal. Es gibt Versionen, die spielen 3 Ebenen. Es gibt Versionen, die spielen dann Duels oder irgendwelche Effektländer. Ja. Es gibt auch Versionen, die spielen 4. Ich spiele immer 3 mit einem Caracas und ich glaube, das ist auch fast genau meine Liste, bis auf ein paar Änderungen, gerade Main- und Sideboard-Switches. Ja, so, jetzt ist die Frage. Schwingt mal, ich würde jetzt hier erstmal meine Hand dumpen. Ja. Bolt. Der gilt nur beim ersten Mal. Ich wollte kurz sagen, der hat ja schon eine Karte gezogen. Genau, da für einmal einer Bolt, drei ins Gesicht. Schmeißt der jetzt den Price schon ins... Nee, niemals. Man haut hier für 3. Ja. Geht auf 11. Ja, weil wenn er jetzt gleich ein Land legt, ist der Price halt wesentlich geiler, weil dann haut der halt erstmal. Hier hätte man dann halt für den Riftbolt tatsächlich mal bezahlen können. Ja. Oder statt den Bolt einfach die Bridge spielen. Macht denselben Damage. Ja, stimmt. Ein Pros. Ja. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, Affinity, wie geht dieses Deck jetzt vor, um weiter Power aufs Board zu hauen? Bis jetzt sehr konservativ tatsächlich, ja. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich diese 1-1-Situation, die wir jetzt aktuell haben. Dass man da halt versucht, nicht zu viel Leben zu verlieren, safe zu spielen, das runterzuspielen. Emry. Emry ist gut. 1-2 und ja. Macht eine Menge. Das ist wirklich, wirklich gut. Holt auf den Elders von Kanonisten wieder. Das ist eine Gefahr. Oh, stimmt. Jo. Das ist wirklich eine Gefahr. Der ist ja ein Artefakt. Ja, natürlich. Ich denk, welcher davon war ein Enchantment? Der sagt, du darfst mal eine. Da ist eine Walking Ballista. Da ist ein Steel Overseer. Steel Overseer und ein weiterer Dude. Gut, jetzt für einen Mana wahrscheinlich ein Thought. Ne, Ozolith. Ozolith. Oh, das macht natürlich die Stone Coil noch viel interessanter. Glitzern in den Augen des Burn-Spielers. Direkt 2 Schaden, 2 Schaden. Ja. Wow. Vor allem Arcbound Ravager und noch die Ballista am Friedhof. Ja, wenn und die jetzt. Ozolithen. Jetzt, wenn die jetzt Price of Progress zumindest. Ja. Hast du ja, obwohl der halt einfach das Land weg, ne? Und mit dem Ozolithen, ja, ey. Stimmt. Stimmt, der kann jetzt die Länder wegopfern. Ja. Das kann wehtun. Jetzt ist halt die Frage, was passiert. Oh, so viele Länder. Viel zu viele Länder. Viel zu viele Länder. Man muss jetzt theoretisch direkt versuchen, den Arcbound wegzukriegen. Ein Problem ist, das kriegst du nicht durch Emry. Du musst Emry und den Arcbound wegkriegen. Ja, das sind gerade verdammt viele Fragen im Raum. Ja. Mit einem Bridge gedroppt. Das sind auch 2 Länder. Das heißt, er hat auf jeden Fall 2 Handkarten gleich. Ja, wobei das nicht so relevant ist. Ich meine, er hat jetzt hier einen 2-3er Swift Spear und könnte damit angreifen, wenn er möchte. Ja. Aber möchte er das? Weil dann geht nur die Stone Cold Serpent rein. Stone Cold Serpent wird geopfert. Es kommen 2 Marken auf den Ozolithen. Es kommt eine Marke auf den
Arcbound Revenger. Arcbound Revenger. Ist der in der Upkeep 4-4. Beginning of Combat. Beginning of Combat? Ja. Ich dachte, also mit der triggert auch eine Upkeep. Ne, das ist schon. Also hier ist jetzt Block, Sack. Ja, dann wird er geopfert. Zwei Marken auf den Ursulit. Uff, das. Gut, ich sag mal, dicke Viecher sind jetzt nicht mehr so relevant wegen dem wegen der Bridge. Mhm, aber die Walking Ballista ist gerade sehr, sehr relevant geworden. Walking Ballista im Friedhof ist super relevant geworden. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, dass hier die Arcbound Revengers genommen wurde von den, vom Grand Prix und die Walking Ballista aus dem Secret Lair und nicht dieser komische Arcbound Revenger aus dem Secret Lair. Ja. Weil der sieht echt gruselig aus. Ich finde die Ballista schon sehr, sehr gruselig. Du meinst den, den Godzilla. Den Mecha-Godzilla oder wie der heißt, genau. Ja. Genau, man kann jetzt hier einfach Ballista spielen für x gleich 2. Ja, du kannst sie auch für x. Ja, stimmt, x gleich 2. Ja. Ja, die Frage, ob man das macht. Man könnte jetzt auch einfach wieder die. Einfach die Serpent spielen für 4. Genau. Man könnte auch einfach die Serpent spielen für 4 und sie wieder fressen. In Combat gehen, 2 Marken generieren. Du kannst halt jetzt einfach hergehen und kannst den Revenger groß genug machen. Ja. So nach und nach für 1. Da wird echt sehr konservativ gemacht. Und jetzt halt Beginning of Combat, Ursulit Trigger, 2 Marken rüber auf die Ballista wahrscheinlich. Puh. Du kannst halt jetzt hier im Endeffekt... Combat, Beat für 2. Eigentlich müsste der Ursulit triggern. Okay. Ah ja. Ja, oder mal lässt den Trigger halt. Nee, kannst du eigentlich nicht. Ach so. Genau, da wird noch gemacht. Genau, da wird noch gemacht. Okay. Ja, da kommt ein 1-1er und ein 2-2. Also ist tatsächlich kein Mate-Trigger. Nee. Interessant ist jetzt, man könnte jetzt hingehen, könnte, nachdem man angegriffen hat, 1, 2, 3 Artefakte opfern, könnte für 5 hauen. Und danach den sich selber sacken und die Ballista mit der Ballista 5-8 schießen. Man hätte gewonnen. Ja. Aber das ist, glaube ich, die Interaktion, die viele Leute auch gar nicht wissen, wenn man mit der Answering Bridge spielt, dass man angreifen kann und dem Angriff pumpen kann. Das ist halt schon sehr, sehr relevant und sehr, sehr wichtig. Und das Wissen halt sehr. Oh, Eidolon. Eidolon. So wenig. Man ist auf 2 Handkarten. Der hat jetzt noch den Price. Ja, Price ist halt echt gefährlich. Price sind halt immer noch. 4 Schaden. Eidolon macht es halt auch nicht besser. Ne? Nee. Du musst jetzt für 4 spielen. Oh, das ist ein Stilos hier gewesen. Hat der 2 im Deck? Ah, 2 Stück hat man im Deck. Ja, der macht halt Marken, oder? Ja, genau. Man will hier die Marken haben, aber... Boah. Emry, 4 Marken. Du kannst halt jetzt... 4 Marken, 5 Marken, 6 Marken, 7 Marken, 8 Marken, 9 Marken, 10 Marken, 11 Marken, 14 Marken. Man könnte die auch einfach alles doppelt sacken, verdoppeln und mit der Ballista schießen. Im Combat einfach mit der Ballista alles umbumsen. Ja, genau. Man müsste jetzt halt hier nur für eine Menge die Stone Cold Serpent spielen. Das ist weniger als gedacht. Das setzt du auch für... Oh, stimmt, Eidolon. Dann hätte man auch 2 Mana mehr bezahlen können, hätte dann den Schaden vom Eidolon nicht bekommen. Ja, stimmt. Ja. Das wäre wesentlich besser gewesen, hier 4 Mana zu bezahlen und nicht das Eidolon zu nehmen. 3. Genau, die 2 Mana können darüber. Mann, jetzt geht man, glaube ich, einfach zu wenig. Ja, jetzt kommt man halt nicht unter der Brücke durch. Shoot Eidolon. Shoot Eidolon, ja. Dann Beat für 2, I guess. Ja, genau, also man hätte, die kann ich angreifen, genau. Man hätte genau denselben Schaden gehabt tatsächlich, wie jetzt, nur dass man auf der Ballista noch 2 weitere Marken hätte. Mhm. Krass. Ballista könnt ihr auch angreifen, wird nicht gemacht. Das zieht man wahrscheinlich noch im Land. Ja, Burn Percentage weiß hat er jetzt vielleicht bei Old. Das ist auf jeden Fall eine Old Border Karte, glaube ich. Oh, stimmt, wenn er jetzt natürlich, wenn jetzt Price of Progress fliegt. Ne, es ist ein Smash. Smash das mit uns. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Hier wird nämlich genau nochmal gucken. Zeig mal alle Artefakte, die du hast. Ja. Was machen deine Viecher? Da würde ich, glaube ich, schon fast den Emry klatschen. Der Smash, Emry ist ja kein Artefakt. Ah, stimmt, der ist ja kein Artefakt. Ach, genau, der ist kein Artefakt, was ziemlich mies ist. Dann weiß ich gar nicht, was ich nehmen würde. Die Kreaturen sind Pest und Cholera. Ja. Vor allem, weil sie halt immer wieder kommen würde mit Emry.
Auch der Ozolith kann ja mit Emry wieder gecastet werden. Es ist ja nicht nur Artefakt-Kreatur, es ist ja wirklich Artefakt. Ja. Wodurch es da relativ egal ist, welchen man nimmt, weil egal was ist, man kann es vorher opfern. Das ist wirklich das Problem, dass man jetzt wirklich, egal was man targetet, kann man opfern. Ja. Und kriegt damit keine 3 Schaden. Wenn er jetzt der Arcbound Revenger nicht wäre, ja, würde man jetzt mit Smash was zerstören? Bolt, Price. Price, Win. Ja, dann werfen wir um. Ja, sehr, sehr, sehr knapp gerade. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, was ich sehr, sehr cool finde, ist halt, dass man hier wirklich sehr kontrolliert das runtersetzt und dann wirklich sagt, okay, hier 2 Marken, dann 3 Marken, 4 Marken, 5 Marken, 6 Marken, 7 Marken, 8 Marken. Wie gesagt, man könnte halt hier wirklich, okay, auf die Aktivierung. Stimmt, darauf kann man auch reagieren. Obwohl, dann liegt das, boah, liegt das dann im Friedhof, wenn du mit Emry wählen kannst? Das ist auf den Emry-Target beim Effekt auswählen. Ah, du musst das Target bestimmen, ja. Genau, also man könnte jetzt nochmal reagieren und zumindest den Arcbound hauen oder die Ballista. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied es wirklich machen würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, theoretisch war er am klügsten tatsächlich, was er, glaube ich, gerade überlegt, den Ozolithen. Ja. Ozolith wäre wirklich am klügsten. Aber das ist schwierig. Die Auswahl ist wirklich schwierig. Wenn du den Ozolith nimmst, kann er keinen Shenanigans machen mit dem Backsecken. Kann er sie halt nicht verdoppeln, die Marken, das ist richtig. So, der Revenger macht das überhaupt erst möglich. Das heißt, du könntest jetzt auch einfach hergehen und den Revenger platt machen. Die wichtige Frage ist jetzt, reagiert der Affinity-Spieler, indem er das Artefakt opfert? Das ist jetzt wirklich eine wichtige Frage, weil ansonsten wird er auch nicht auf den Price reagieren und dann ist die Geschichte hier gegessen. Genau. Auf die Ballista wird gezielt. Macht auch Sinn. Ja, aber du kannst mit der Ballista halt einfach einen Schaden schießen. Yes. Dann ist die weg. Yes. Oder man nimmt jetzt einfach... Oh, ist das ein... Ja. Wird ein Schaden geschossen wahrscheinlich. Schaden geschossen auf dem Stack. 10. Dann passiert das nicht. Und man dürfte eine Karte ziehen, wenn man nicht Mana bezahlt. Man könnte die auch opfern für den Arcbound, hätte nächste Runde den Marken verdoppelt. Weil der Arcbound, wenn er geopfert wird, geht in Ozolith und hat so liegt jetzt keine Marke drauf, wenn er in den Friedhof geht. Genau. Weil er ja Stated Base Effect, dann ist ja keine Marke mehr drauf, stirbt. Genau, 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 genau. Und weil er einfach 0-0 ist. Jetzt ist natürlich hier die große Frage. Wird nochmal nachgeguckt. Auch hier, wie gesagt, viele Leute haben lange, lange nicht mehr gespielt und müssen Karten erst wieder lernen, Interaktion erst wieder lernen. Hier wird wieder gefragt, macht es Schaden? Nein, macht es nicht. Und genau. Das da wird hier dann nochmal ganz kurz der Judge gerufen. So, damit gut, wäre das geklärt. Price macht immer noch nur 4 Schaden. Und es kommt jetzt immer noch die Ding für 2 rein. Ja. Man kann jetzt hier auch einfach für 1 unter der Brücke versuchen durchzuhauen. Jo. Der Gegner, also der Burn-Spieler kann immer noch, wenn er Glück hat, gewinnen. Bolt-Top-Deckt. Ist immer noch nicht Win, weil er immer noch das Artefaktland opfern kann. Wenn er es opfert. Ja, genau, wenn er es sieht. Wenn er es opfert. Das ist, es ist super interessant. Es ist echt, echt sauknapp. Und es sind ganz viele Wege, wie beide Spieler jetzt einfach gewinnen können. Nächste Runde natürlich Walking Ballista wird der Win sein. Diese Runde noch nicht. Und dementsprechend sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool ist ein Land. Boah, ist das widerlich. Ja, ich glaube, dann ist over. Man könnte jetzt... Du kannst jetzt die End of 20 Stone Call opfern und den Revenger, dann hast du 6. Also, oder nee, bevor das Combat. Willst du, das willst du bevor Combat machen. Dann hast du 2, 4... Genau. Boah, warte mal. Ja, ja, das Marken sind 6 toll. Marken auf dem Ozolithen, dann gehen 4 Marken auf den auf die Ballista. Sind 10 Marken dadurch alleine schon. Alter, der Ozolith ist wirklich, wirklich krass. Hier gibt man Hauen für Ding, gibt man auf 6. Das war ein Fehler. Weil man dadurch jetzt einfach die Marken nicht verdoppelt. Ich glaube, die Schadenspunkte hier zu verdoppeln ist wesentlich effizienter als Ding. Auf der anderen Seite behält man halt so mehr Kram. Ja. Und, ich meine, man ist eh auf dem Board vorne. Das ist korrekt. Du weißt halt nur nicht, dass du quasi... Die Gefahr ist halt jetzt auch, was passiert,
wenn der Gegner, wenn man alles reingeopfert hat, nochmal einen Price hat. Ja. Auf das Opfern mit dem Targeten einfach den, die Ballista priced. Uff. Okay, ja, da wirklich, wirklich einfach, für den Win? Da geht man jetzt einfach für den Win. Der hat die 6 Marken, schmeißt alles da drauf, der wird weggeopfert. Ja, und dann. Genau. Nochmal nachgelesen, ja, kann der das? Ja, der kann das. Richtig. Dementsprechend, ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr knapp alle 3 Spiele, habe ich das Gefühl. Ja. Das zweite war ein bisschen weniger knapp als die anderen beiden. Aber das zweite war halt Burn-Zeug. Also ja, ja, Burn genau. Macht Burn-Dinge. Das sehr. Erste hat sich sehr hart gedreht durch die Lifelink-Ausrüstung. Genau. Und ja. Dementsprechend sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.